Ja, ich möchte euch fragen, was ist eigentlich die innere Haltung, die Gott am allermeisten bei uns schätzt? Bitte? Geben. Demut. Demut, ja. Absolut. Gehorsam. Gehorch. Gehorch. Im Englischen, im Deutschen so schön. Gehorsam ist Nummer eins. Ich habe meinen Kindern in Afrika schon sehr früh beigebracht, der einzige Weg, wie sie mir zeigen können, dass sie mich lieben, ist, wenn sie mir gehorchen. Und wisst ihr, dann haben mich die Afrikaner informiert, dass die Ohren der afrikanischen Kinder da hinten sind. Das habe ich meiner Tochter bald einmal beigebracht. Was sie 3 Jahre immer gesagt, weißt du, wenn du nicht hörst auf die Mama, müssen wir die Öhrchen aufmachen und ein bisschen klopfen. Und dann habe ich immer wieder gesagt, wenn sie nicht brav war, müssen wir die Öhrchen aufmachen. Nein, Mama, was hast du gesagt? Ich habe ein sehr gehorsames Kind, aber vor allem gehorcht sie jetzt Gott. Und das ist das Allerwichtigste. Amen. Es gibt nämlich auch einen Limit zum Gehorsam auf der Welt. Wisst ihr, eine Frau soll ihr Mann untertan sein, ja? Aber wenn der Mann will, dass sie das fünfte Kind abtreibt, muss sie dann gehorchen? Im Gegenteil, sie wird sich nicht verantworten können vor Gott und sagen, mein Mann wollte es. Nein, du hast gemordet. Amen. Es gibt auch einen gehorsamen Ungehorsam den Regierungen gegenüber. Wenn ich denke an Daniel, da hat der König ein Gesetz erlassen, dass niemand bei jemand anderen Hilfe suchen darf, außer bei ihm. Was hat der Daniel gemacht? Ist er ganz verschüchtert nach Hause, hat alles zugesperrt. Weit hat er die Fenster aufgerissen. Weit. Und hat 3-mal laut gebetet zu seinem Gott. Und die haben nur gewartet drauf, dass sie ihn packen können. Und sie haben ihn gefasst. Und sie haben ihn vor den König gebracht. Und der König war entsetzt, denn er hat den Daniel geliebt. Aber er musste zu seinem Wort stehen. Und er wurde in die Löwengrube geworfen. Ihr Lieben, der König hat die ganze Nacht gebetet, dass der Gott vom Daniel ihn bewahren möge. Und ich habe mich gefragt, Herr, warum haben diese Löwen, die so hungrig waren, den Daniel nicht gefressen? Dann hat er gesagt, weil die Löwen kein Fleisch mehr gerochen haben. Der Daniel war in ihrer Mitte nur Geist. Amen. Und der König lief in der Früh zu der Löwengrube. Daniel, Daniel, hat dein Gott dich bewahrt? Jawohl, König, er hat mich bewahrt. Und der Daniel hat nachher mehr Ehre und Autorität bekommen, als er vorher hatte. Und diejenigen, die ihn hineingebracht haben in die Löwengrube, wurden mitsamt ihren Frauen und Kindern da reingeworfen. Und die Löwen konnten nicht warten, genug. Die haben die schon im Fang angebissen. Hört ihr mich? Er war Gott mehr gehorsam als allen anderen. Amen. Ich musste einige Male meinen Eltern einen Brief schreiben und sie um Vergebung bitten, dass ich sehr gehorsam und ungehorsam war, ihnen gegenüber. Als er mich nach Afrika rief, ach, meine ganze Familie hat geglaubt, sie müssen mich in eine Irrenanstalt stecken. Wie kann man mit dem Alter noch nach Afrika gehen, wo es keine medizinische Betreuung gibt? Das ist so ein Blödsinn. Ich habe jetzt eine medizinische Klinik neben jedem unserer 5 Headquarters. Und die besten Ärzte, wo war die erste Herztransplantation? In Afrika. Amen. Und ich sage es euch, die Ärzte in Afrika, die sind nicht nur medizinisch geschult, die haben einen gesunden Hausverstand und außerdem legen sie Hände auf die Patienten auf und beten. Wir haben gerade letzte Woche eine Klinik eröffnet, eine wunderschöne Klinik, die größte am Gebetsberg und das sind Gebetsräume. Bevor unsere Patienten zu den Ärzten kommen, wird gebetet für sie. Amen. Also ihr Lieben, Gehorsam ist das Schönste, was wir Gott geben können. Amen. Die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn heißt nicht, dass wir zittern sollen vor Gott, sondern dass wir Ehrfurcht haben vor seinen Ordnungen. Ist was? Der Anfang aller Weisheit. Amen. Und die Furcht des Herrn ist sehr gefragt
in unseren Tagen in der westlichen Welt. Denn die Furcht vor den Menschen ist größer geworden. Die Menschen fürchten alles, was sie hören von den Medien. Ihr Lieben, hört auf Gott. Amen. Ich höre auf Gott. Und Gott hat mir solche Freiheit gegeben. Zum Beispiel bin ich jetzt zweimal mit Privatjets geflogen. Ohne, dass ich jemanden das gefragt habe. Ja. Das erste Mal habe ich meine Hüfte. Also ich wurde wirklich war letztes Jahr im Juni, von einer unsichtbaren Macht. Die hat mich da oben gepackt und so auf den Boden geschleudert. Mein Körper hat gekracht, als hätte ich keinen Knochen mehr ganz in meinem ganzen Körper. Und natürlich habe ich einen riesigen Schrei ausgelassen. Meine Hüfte war viermal gebrochen, aber sonst gar nichts. Gut, dann wollten sie in Afrika sofort mein Bein amputieren. Weil in dem Alter wächst es nicht mehr zusammen. Haben sie gesagt. Und zwar waren das Italiener. Aber die waren nicht gläubig. Wie meine Kinder das gehört haben, die waren bei mir im Raum, haben gesagt, Mama, wo ist dein Koffer? Sofort heraus aus der Klinik. Die haben keinen Glauben. Und dann ging das, ich sage es euch, ich habe 3 Monate kein einziges Telefonat gemacht, um Hilfe zu bekommen. Die haben sich alle gegenseitig, mich wie auf einem Silbertablett herumgeführt. Dann hat mein Sohn den Präsidenten angerufen und gesagt, meine Mama braucht einen Flug nach Europa. Sie hat die Hüfte viermal gebrochen. Könnt ihr sie nicht mit eurem Privatjet nach Europa fliegen? Da sagt der Präsident, es tut mir leid, wir haben keine Ambulanz, die braucht eine Ambulanz. Sonst würden wir sie sofort fliegen. Während der noch spricht, ruft ein Freund von mir an aus der Schweiz, der ein Privatjet hat. Und jetzt ist er mit einer Ambulanz gekommen, 2 Ärzten, und haben mich mit der Ambulanz nach Europa geführt. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo wir sein werden, nichts. Unten am Flughafen habe ich gesagt, ihr Lieben, könnt ihr mir nicht eine Infusion geben, damit ich schlafen kann, 10 Stunden. Ja? Ich weiß gar nicht mehr, wann die mir eine Infusion gegeben haben, auf jeden Fall. Bin ich aufgewacht und habe gesagt, fliegen wir jetzt los? Sagen sie, nein, jetzt sind wir angekommen. Ich habe 10 Stunden durchgeschlafen. Der Flug hat nur 160.000 Euro gekostet. Was glaubt ihr, wer den bezahlt hat? Der Herr. Ich habe keinen Euro bezahlt. Ich habe auch nie was verlangt. Dann war ich in der besten Klinik in Österreich. Und der Chirurg hat operiert. Ich sage euch, ich habe vier, einen so langen Nagel, einen solchen und noch einen kleinen, dann noch einen kleinen in meiner Hüfte. Mit 2 so kleinen Schnitten. Wie der Arzt 2 Tage später zu mir kam ins Zimmer, sage ich, Herr Doktor, wie operieren Sie? Also religiös schätze ich Sie nicht ein, sage ich, bin ich auch nicht. Aber ich glaube, Sie haben tiefen Glauben. Sagt er, selbstverständlich habe ich tiefen Glauben. Jeder Patient, wenn er in der Narkose ist, lege ich meine Hände auf den Patienten und sage, Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft und operiere du jetzt mit meinen Händen. Mir ist noch keine Operation misslungen. Amen. Nicht gesucht, nicht gesucht, alles gegeben, alles vom Himmel mir zugefallen. Während ich dort war, ruft eine Fürstin an aus Süddeutschland, sagt, Maria, vor 8 Jahren warst du mit einem Kinderchor bei uns. Ich habe gehört, du brauchst eine Rehabilitationsstation. Ich schicke dir diese Woche meinen Mercedes und du kommst in die beste. Wir haben 8 Reha-Stationen im süddeutschen Raum, aber wir geben dich in die beste in meiner Nähe, dann kann ich dich oft besuchen. Haben sie ihren Mercedes geschickt, den Herrn habe ich zu Jesus geführt auf der Fahrt. Und dann war ich in der besten Reha-Station. Dann sieht mich die Ärztin, sagt sie, Brean heißen Sie? Haben Sie Bücher geschrieben? Sag ich, ja, sagt sie, Ihr Andachtsbuch liegt auf meinem Nachtkästchen. Also war ich sofort ein Liebling von ihr, ja. Ich sag's euch, ich bin nur von einer Hand in die andere geführt worden durch den Heiligen Geist. Und der Rückflug, wieder eine Privatjet, wieder derselbe Bruder mit 3 weiteren Mitarbeitern. Wir haben 2 Piloten gehabt, einen Mann, der nur für uns gesorgt hat und wir waren 4 Leute aus diesem Flug. Kannst du das organisieren? Kannst du dir das ausdenken? Nein. Ich sag's euch, wenn ihr im Strom der Gnade Gottes seid, dann werdet ihr von Schock zu Schock zu Schock gehen, und zwar von herrlicher, himmlischer Überraschung. Amen. Ja,
Und jetzt geht es mir schon wieder sehr gut. Wisst ihr, was mein nächstes Ziel ist? Tennis spielen. Ich wollte immer Tennis spielen als junger Mensch. Und hat die Mama gesagt, okay, das ist zu teuer, das ist für reiche Leute. Von einem Handball spielen, ja. Ich habe Handball gespielt und jetzt haben Schweizer uns in Afrika einen wunderschönen, traumhaften Tennisplatz gebaut. In unserer Mittelschule. Ich habe gesagt, Herr, ist das ein Zeichen für mich, dass du meinen Jugendtraum erfüllst? Sagt er, ja. Maria, du darfst noch Tennis spielen. Ich werde natürlich kein Turnier machen, okay? Aber vom Spaß möchte ich gern den Ball hin und her schicken. Amen. Ihr Lieben, Gott ist ein Gott, der liebt es, Träume zu erfüllen. Amen. Er liebt es. Und mir geht's besser denn je. Und außerdem, ihr Lieben, war ich 3 Monate weg von Afrika, ohne mich vorbereiten zu können. Und das Werk ist, also ich muss sagen, besser gelaufen, als wenn ich dort wäre. Dann hat Gott mir gezeigt, ich schleudere dich heraus aus dieser Arbeit. Es steht was Neues vor dir. Amen. Und jetzt fange ich eine Mentorgruppe an. Meine 5 Mitarbeiter sind zu mir gekommen. Mama, trainiere uns, sei unser Mentor und zeig uns, wie wir das Werk laufen lassen können. Inzwischen sind es 12. Wenn ich jetzt zurückfliege, im Mai werde ich eine Mentorship-Gruppe beginnen. Und dann werde ich sie wie Jesus alle freisetzen, die Verantwortung zu übernehmen für dieses Werk. Zuerst werde ich sie beobachten und dann werde ich sie loslassen. Amen. Und Gott hat was Neues für mich. Ich möchte wuchern mit den Medien. Wir kriegen jetzt eine Fernsehstation, die Afrika, Europa und Asien abdecken wird durch einen Satelliten. Könnt ihr euch das vorstellen? Glaubt ihr, das habe ich gesucht? Nein. Im Iran hat ein Muslim über eine christliche Botschaft den Herrn Jesus gefunden. Und er war total erfüllt und hat sich so gefreut und immer gewusst, der Islam kann es nicht sein. Und da ist ihm Jesus begegnet. Und dann hat der Mann, das ist jetzt schon viele Jahre, sich entschlossen, ich werde mich den Medien weihen. Dann hat er im Irak eine riesige Fernsehstation mit, ich weiß nicht wie viele Studios, eingerichtet. Und dann hat er von Gott den Eindruck bekommen, er möchte in Afrika eine Fernsehschule anfangen und ein großes Fernsehstudio. Dann ist er nach Kongo und wollte denen helfen und die haben ihn etwas bescheiden behandelt, okay? Dann hat er gesagt, macht euch das selber, ich gehe. Und geht ins Internet und findet unser Werk. Und ruft meinen Medienspezialisten an und sagt, habt ihr einen Wunsch, eine Fernsehstation zu bekommen, die ganz Afrika, Europa und Asien deckt mit Satellit? Der sagt, ja, also das glaube ich bestimmt, dass da die Mama begeistert ist. Dann kam er, ein wunderbarer Mann Gottes. Seine Frau heißt zufälligerweise auch Maria. Auch gläubig, die 2 Töchter gläubig. Eine Tochter habe ich schon getroffen, die sind beide in Deutschland. Eine Tochter ist Ärztin, die andere ist Wirtschaftsingenieurin. Sind beide in Deutschland. Wunderbare Menschen. Und der ist jetzt in Dubai und hat dort ein großes Geschäft für also die ganze Ausstattung für Radio und Fernsehen. Und das verkauft er jetzt und übergibt und kommt zu uns nach Afrika. Wenn ich zurückkomme, ist das erste Fernsehstudio fertig. Halleluja. Und das wird meine nächste Vision, dass Gott mich verwendet, Millionen Menschen zu ihm zu bringen. Und heute habe ich gehört, wie unser Bruder aus China hier vorne stand und der wird China decken mit seinem Vater. Ihr werdet Botschaften über China geben, nach China. Halleluja. Amen. Ihr Lieben, kann man sich das ausdenken? Das war der größte Segen, den ich seit Jahren gehabt habe. Und wie es passiert ist, habe ich sofort gehört, Jakobs Erfahrung. Es war ein Engel, der mir die Hüfte zerschmettert hat. Oder halt dafür gesorgt hat. Und es war Gottes Plan, um mich auf eine neue Dimension zu schleudern. Amen.
So, ihr Lieben, ihr könnt für alles Danke sagen. Sagt doch Gott einmal Danke für diesen saublöden Coronavirus. Was der ausgelöst hat bei vielen Menschen, ist eine Wucht. Amen. Ihr seid begeistert, was ich sage. Gott wird alles, alles zum Besten zusammenwirken für die, die ihn lieben, die ihm vertrauen. Alles. Amen. Ich möchte diese Situation nie missen. Weil Gott möchte, aber übrigens, im Krankenhaus, in der Reha-Station, habe ich bald einmal den Namen bekommen, die Frau, die mit Gott geht. Dann sind die Krankenschwestern gekommen, sind Sie die Frau, die mit Gott geht? Da habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich meine volle Absicht, aber Sie haben den gleichen Ruf, ja. Ich habe, weiß nicht wie viel, ich habe bestimmt über 100 Bücher ausgegeben in den Krankenhäusern und habe zu Leute links und rechts zu Jesus geführt. Ein Mann kam zu mir und sagt, ich höre, dass Sie ein großes Werk in Afrika haben. Können Sie uns helfen? Wir haben ein kleines Werk in Afrika. Können Sie uns helfen, wie wir Finanzen freisetzen? Wie wir andere Vereine ermutigen, dass sie uns unterstützen? Ich habe gesagt, da sind Sie an der falschen Quelle. Ich kann keinen Euro freisetzen, weil ohne ihn kann ich gar nichts machen. Und Gott will nicht, dass ich Geld freisetze. Amen. Er will, dass ich ihm vertraue und ihn dann die Verantwortung überlasse, dass er zahlt. Ich sagte, da sind Sie an der falschen Quelle. Was ich tue, ist, ich sage jeden Tag, Herr, was ist das Abenteuer zwischen uns beiden? Und dann tue ich, was er sagt. Und dann sage ich, okay, Papa, ich stehe dir zur Verfügung, aber du musst zahlen. Amen. Und bisher ist alles bezahlt. Millionen. Alles bezahlt. Wir haben keinerlei Rücklagen. Aber auch keinerlei Schulden. Wir sind jede Woche an der Mauer, an der Wand. Herr, wie schaffen wir es durch diese Woche wieder? Und immer geht es genau auf. Amen. Wisst ihr, Gott möchte uns in einer Abhängigkeit von ihm haben, die nie aufhört. Wir wurden vor 6 Jahren vom deutschen Verein durch einen Mann 48 Milliarden Dollar angeboten. Ich habe sofort Bauchweh bekommen. Ich habe gesagt, also erstens einmal habe ich keine Ahnung, wo das Geld herkommt. Zweitens kriege ich jetzt schon Bauchweh. Wenn dieses Geld in unser Werk kommt, ist Gott weg. Dann schaut jeder nur mehr noch auf das Geld. Keinen Dollar will ich haben. Ihr Lieben, der deutsche Verein wollte mich feuern, weil man mit so einem blöden Menschen nicht arbeiten kann, der so ein Angebot abschlägt. Inzwischen ist der deutsche Direktor nicht mehr in seiner Position, aber ich bin noch dort. Halleluja. Ihr Lieben, der Teufel, wenn er dich nicht mit Leiden und Schmerz kleinkriegen kann, dann versucht das mit anderen Dingen. Ich bin nicht draufgekommen, es war ein Illuminati-Fonds. Und die wollten, dass ich ganz Afrika entwickle, damit sie es kontrollieren können. Wow, ich war so dankbar. Ich kriege wieder die Gänsehaut am ganzen Körper. Gott sei Dank, ihr Lieben, Menschen, die die Liebe zum Geld haben, die können gekauft werden. Menschen, die Angst haben vom Sterben, die können erschreckt werden. Und die zwei Gruppen sind zurzeit in höchster Gefahr. Amen. Dass du gekauft wirst, dass du etwas tust, um was zu bekommen. Oder dass du Angst hast vom Sterben. Oder Angst hast, nicht mehr alles so tun zu können, wie du es möchtest. Wisst ihr, also für mich, ich liebe jeden Menschen, okay? Ob er geimpft ist oder nicht. Aber mich werdet ihr nie erwischen. Der Bill Gates hat vor Jahrzehnten, ich glaube vor 20 Jahren schon erklärt, er möchte das Göttliche aus den Menschen entfernen. Und mit dieser Genmanipulation gelingt es ihnen. Ihr Lieben, hört auf Gott und tut, was er euch sagt. Amen. Und widersteht dem Bösen. Dann haben sie zu mir gesagt, ja, kannst du nie mehr fliegen. Ich sage, ist ja wurscht. Wir haben ja YouTubes, wir haben Fernsehen, ich kann Bücher schreiben. Ich mache nichts, um etwas zu bekommen. Ich mache alles, weil ich alles schon bekommen habe. Mein Bräutigam hat mich schon
total versorgt. Amen. So, und jetzt möchte ich euch aus dem 5. Mose 28 was vorlesen. Gehorsam ist das Um und Auf. Und das heißt es. Und es wird geschehen, das ist im 5. Mose 28, und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst. Was ist das wichtigste Wörtchen in der Bibel? Bitte? Was? Du bist ja aber gescheit, das hast du noch mal gehört von mir, gell? Wenn ist das wichtigste Wörtchen in der Bibel. Wenn wir das tun, das Gott uns als Auftrag gibt, dann wird er tun, was er verheißt. Wenn wir tun, was Gott uns als Anweisung gibt, wenn wir seine Stimme hören, dann wird er tun, was er uns verheißen hat. Und jetzt lese ich euch einmal die Segnungen vor. Das ist nämlich das Kapitel über Segen und Fluch. Die Flüche könnt ihr selber lesen. Das sind dreimal so viele wie der Segen. Ich will euch nur den Segen vorlesen. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle. Die Gebote sind die Ordnungen Gottes. Amen. Dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Halleluja. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt. Und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wirst du sein, wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Fast alle unsere Tiere haben Zwillinge zur Welt gebracht. Die Ziegen, die Schafe, unwahrscheinlich. Die Hühner legen so viele Eier, dass ich glaube, manche Hühner legen 3 Eier am Tag. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Und da muss ich euch eine ganz, ganz drastische Geschichte erzählen, die Gott in Afrika getan hat. Und zwar habe ich euch schon gesagt, ich kriege lauter Gebiete, die eigentlich verflucht sind. Habe ich ein Gebiet bekommen als Geschenk. Bezahlte Mörder haben drauf gewohnt und ganz viele Hexer und jede Menge Schlangen. Und ich habe erst mitbekommen, was ich da unterschrieben habe, nachdem ich schon alles unterschrieben habe. Ja. Dann habe ich gesagt, Herr, wieso hast du mich nicht gewarnt? Dann hat er gesagt, weil ich möchte, dass du das Land veränderst. Dann habe ich gesagt, ist ein Katastrophengebiet. Sagt er, ich möchte, dass du den Namen änderst. Ich habe gesagt, was soll ich da ändern? Das ist ein Katastrophengebiet. Sagt er, nein, Herrlichkeitsland. Und wie er sagt, Herrlichkeitsland, ist bei mir ein Licht aufgegangen. Ich habe nur mehr noch alles als Herrlichkeitsland gesehen. Obwohl da noch Zauberer waren und Mörder, jede Menge und Schlangen. Ich habe nur mehr noch Herrlichkeitsland gesehen. Und dann habe ich, meine Mitarbeiter sind gläubig und viele sind auch nicht, also sind Analphabeten von den Arbeitern. Und ich habe einen wunderbaren Mann, der die ganzen Gärten und alles, die Anlagen errichtet. Und den habe ich gebeten, dass er anfängt, das Land zu roden. Und er hat mit circa 20 jungen Leuten das Unterholz gerodet. Ich habe gesagt, keinen Baum dürfte man niederschneiden, aber das Unterholz. Und dann kommt der höchste Zauberer zu ihm und sagt, wir werden jetzt bald ein Schaf opfern, damit du und die Mama Maria sterbst. Und der Afrikaner ist so schlagfertig. Der sagt, was? Ein Schaf? Fang's mit 100 an. Tschüss. Tschüss und geht weg. Und dann haben sie gesagt, das dürfen wir aber der Mama nicht sagen, weil da fürchtet sie sich, die kennt unsere Kultur nicht. Sie haben mir nichts gesagt. 3 Wochen später ist derselbe, das war der höchste Zauberer, tot aufgefunden worden auf einem unserer kleinen Wege durch unser Land. Ohne menschliches Eingreifen. In derselben Woche sind noch 2 weitere der höchsten Zauberer tot in ihren Betten aufgefunden worden. Ohne einen menschlichen Eingriff. Dann kam die Furcht Gottes. Und ich sag's euch, die sind weggezogen.
die Mörder sofort. Denn wenn du jemanden in Kampala nicht leiden konntest, musstest du nur das Geld, die Adresse und ein Foto geben. Am nächsten Tag war er weg. Und keiner wusste, wieso. Also ich würde sagen, 90% sind weggezogen, ohne dass wir irgendetwas gemacht haben. Der Rest hat sich dann in unserer Gemeinde bekehrt. Heute ist es ein Herrlichkeitsland. Wer war denn schon bei uns in Afrika? Ja, und wie war es für dich? Super. Amen. Amen. Und für dich? Halleluja. Also, kommt auf einen himmlischen Urlaub zu uns. Ihr werdet euch wundern, wie schön Afrika ist. Und vor allem, wenn ihr, Afrika, Uganda ist die Perle Afrikas. Grün, grün, grün. Wir haben 3 Ernten im Jahr. Es blüht das ganze Jahr. Und es ist fruchtbar bis zum Gehtnichtmehr. Amen. Also, das war geregelt und es ist heute ein Herrlichkeitsland. Wir sind zwar immer noch nicht ganz dort, wie wir es haben möchten, aber es ist ein Herrlichkeitsland. Dann hat er mir einen Berg gesagt, ich soll den kaufen. Und ich tue alles, was er sagt. Ich gehe auf den Berg hinauf und ich war ein Widerstand, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Ich habe gespürt, ich werde von einer Macht gebremst. Ich habe nicht gewusst, dass das Satan selber ist. Der Berg war der Anbetungsberg Satans für Afrika. Und den sagt Gott, ich soll ihn kaufen. Aber das habe ich auch wieder erst erfahren, nachdem ich schon alles unterschrieben hatte. Auf dem Berg hat es noch nie geregnet. Das ist ja eine Halbinsel, die ganze Halbinsel hat für diese, sind ja nämlich Deutsche, ja, für absolut ja, unzurechnungsfähig erklärt, wie die so einen Berg kaufen kann, der so verflucht ist. Jeder, der hinaufgegangen ist, ist tot umgefallen. Und ich bin wieder lebendiger runtergekommen. Und dann habe ich den Berg gekauft. Eine lange Geschichte, ihr könnt meine Lebensgeschichte lesen. Heute ist es der gesalbteste Berg. Heute haben wir da drum 4-mal im Jahr eine Konferenz, Freitag, Samstag, Sonntag, für die Höchsten aus der Regierung, aus der Wirtschaft und aus der Kirche, um aus Uganda einen Jünger zu machen. Und jetzt haben wir schon über 30 solche Konferenzen gehabt. Wir haben in fast jedem Ministerium einen Gebetsaltar. Amen. Wisst ihr, Gott möchte, dass du, wo immer du bist, das Reich Gottes herunterreißt. Dass du das Reich Gottes manifestierst. Und dass es durch deine Gegenwart, wir sind was? Das Licht der Erde. Und das Licht bricht die Dunkelheit. Amen. Nur musst du da also wirklich den Herrn erlauben, dass er deine Seele putzt, ja? Dass das Licht aus deinem Geist durch die Seele durchdringt. Amen. Weil manche Christen, die sich Christen nennen, schauen aus, als wären sie in Zitronensaft getauft. Also du bist dann nicht erkennbar als Licht für die Umgebung. Amen. Informiert doch jeden Tag euer Gesicht, dass Gott euch so liebt. Er ist verknallt in dich. Amen. Also Gott möchte, dass wir so Licht sind, dass in unserer Gegenwart die Dunkelheit gebrochen wird. Amen. 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 Müssen wir uns fürchten vor der Dunkelheit? Nein. Ich habe schon gesagt, ich stehe jeden Tag auf und sage, fein, stell aus. Ich stehe auf, dein Tag ist verhunzt. Amen. Amen. Und untertags muss ich dann auch mich wieder einmal erinnern, weil der ist ja nicht zu ermüden mit seinen blöden Angstattacken. Amen. Und Angst beherrscht zurzeit die Welt. Und Angst auf Englisch heißt Fear. False evidence appearing real. Falsche Tatsachen erscheinen uns als real. Und wir sollen Menschen des Glaubens sein. Glauben aber gehört die ganze Woche, die ganzen Tage jetzt. Und Glaube auf Englisch heißt Faith. For all I trust him. Für alles vertraue ich ihm. Amen.
aber ich bin immer noch nicht fertig da mit dem Durchlesen, wie Gott dich segnen wird. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ist das gut? Okay, lesen wir weiter. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat. Wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen gehst. Was braucht der Herr von uns? Gehorsam. Gott spricht jeden Tag. Ich hoffe, du hörst ihn jeden Tag. Und dann wandle in dem, was er sagt. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist. Und sie werden sich vor dir fürchten. Das heißt, sie werden Respekt haben vor dir. Amen. Wisst ihr, Menschen, die nur geliebt werden wollen, die sind furchtbar. Die kann man manipulieren bis zum geht nicht mehr. Weil sie wollen ja geliebt werden. Wenn du nicht weißt, dass du schon geliebt wirst, wie es dir nie besser gehen wird von Gott. Und also alle Liebe, die du dann dazu bekommst, ein Bonus ist, aber nicht mehr das Fundament. Kann man dich kaufen, manipulieren. Mich hat der Herr mal gefragt, Maria, willst du geliebt werden im Leben oder respektiert? Dann habe ich gesagt, ja Herr, eigentlich geliebt. Und er hat gesagt, dann kann ich die leider nie verwenden. Heute will ich nur mehr respektiert werden. Amen. Und dann werden dich die richtigen Leute lieben. Amen. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehes und an der Frucht deines Ackerlandes, zur Wohlfahrt in dem Land, das dir zu geben der Herr deinen Vätern geschworen hat. Der Herr wird dir seinen guten Schatz den Himmel auftun und deinem Land Regen zu seiner Zeit geben. Überall, wo ich bin, fängt es an regnen. Halleluja. Sogar in den trockensten Gegenden. Rufen Sie mich immer wieder an, Maria, komm uns besuchen, wir brauchen wieder Regen. Und um alles tun deiner Hand zu segnen, alles tun deiner Hand zu segnen. Und du wirst vielen Nationen ausleihen, du selber aber wirst dir nichts leihen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Halleluja. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst und du und die zu bewahren und zu tun, ich dir heute befehle. Und von all den Worten, die ich euch heute befehle, weder zur Rechten noch zur Linken weicht, um anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen. Ist das eine Verheißung, die eigentlich sehr lebenswert ist? Amen. Wisst ihr, immer wenn es bei mir irgendwo klemmt, dann sage ich, Herr, wo habe ich dich nicht richtig gehört? Sprich, ich will umkehren. Amen. Gott will dich segnen, 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 segnen. Gott ist ein Gott der Liebe. Er will so segnen, dass du ein absoluter Segen für Tausende wirst. Und dann kommt es. Es wird aber geschehen, im Vers 15, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, dass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Das ist vom Vers 15 bis zum Vers 69. Was wählst du? Möchtest du Segen oder Fluch? Was musst du da Gott geben? Und zuerst musst du mal wissen, was er... Das erste Punkt war, den Willen Gottes erkennen. Amen. Hören. Hören, was er zu dir sagt. Und dann tun, was er sagt. Und du wirst staunen, was er dann tut. Amen. Ist es ermutigend?
Wer hat dein Leben in der Hand? Wer? Gott? Einen Schmarrn. Wer hat dein Leben in der Hand? Du! Du mit deinen Entscheidungen. Sähst du Fluch oder Ernte? Oder Segen? Amen? Mach nicht Gott verantwortlich. Wenn du deine Hand auf eine heiße Herdplatte legst, kannst du dann Gott verantwortlich machen wie die Blasen, die du hast? Ha? Kannst du? Nein. Du warst zu blöd und hast sie da draufgelegt. Amen. Und so bitte ich euch, fangt neu an, mit Gott zu leben. Und sagt, Herr, sprich zu mir. Ich höre und ich gehorche. Ich bin so dankbar, dass ich die Gnade bekommen habe, Gott zu gehorchen, nach Afrika zu gehen. Ich bin extrem dankbar. Das ist der beste Teil meines Lebens. Obwohl mir so viele negative Worte gegeben wurden von meinen Verwandten, dass ich hochgradig spinne, in meinem Alter nach Afrika zu gehen. Ich sage, ich gehe nicht, weil ich es will. Ich gehe, weil Gott mich ruft. Und ich gehe nicht in Opposition gegen euch, ich gehe im Gehorsam mit Gott. Und ich muss nach Afrika, und wenn er mich, und wenn ich zu Fuß hingehen muss, ich muss gehen. Dann habe ich gesagt, aber dann wirst du die größte Pleite erleben. Dann sage ich, nein, Gott wird mich so segnen, dass ich mit dem Schauen, dass keiner mit dem Schauen nachkommt. Und genau so ist es. Gott möchte dich so segnen, dass alle sagen, wow, was ist das Geheimnis deines Lebens? Sagst du, ich gehe und horch, geh, horch, geh, horch. Amen. Halleluja. Im Gehen höre auf Gott und tu, was er dir sagt. Und du wirst staunen, was dann das Ergebnis ist. Denn er möchte dich segnen, 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 dass alle, die dich beobachten, sagen, ah, 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 ah. Das ist äußerst unfair, wie es dir gut geht. Du kannst sagen, ja, Gnade ist unfair. Gunst ist unfair. Amen. Mein Vater hat einmal zu mir gesagt, andere Leute müssen so schwer arbeiten und dir fällt alles zu. Sage ich, ja Papa, früher habe ich mir alles erarbeiten wollen. Und jetzt weiß ich, ich bin's nicht, ich hab's nicht, ich kann's nicht. Ich bin hundertprozentig abhängig von der Gnade Gottes. Amen. Und dann sagen manche, ja, aber das verdienst du doch, du tust doch so viel Gutes. Sage ich, verdiene tue ich nur den Tod. Alles andere ist Gunst und Gnade. Auch, dass Gott mich so segnet, dass ich so viele segnen kann, ist doch Gnade. Dass ich überhaupt lebe, dass ich so gesund bin. Amen. Nächstes Mal, wenn ich zu euch spreche, habe ich eine bessere Stimme. Amen. Gott möchte dich segnen, segnen, segnen. Amen. Und wisst ihr, mit Krankheiten, viele verdienen wir uns. Mein Bruder ist Arzt. Der hat gesagt, Maria, du hast keine Ahnung, wie sehr wir, wie viele Menschen sich die Krankheiten verdienen, die sie haben. Durch falsche Lebensweise. Durch falsches Essen. Wir sollten zum Beispiel ein Viertel salzig essen, ein Viertel süß, ein Viertel bitter und ein Viertel sauer. Dann haben wir ein total ausgeglichenes Immunsystem. Was essen wir? Salzig und süß. Kaum sauer und bitter schon gar nicht. Ich trinke jede Woche Artemisia-Tee. Boah, der ist bitter. Aber inzwischen jubelt meine Leber schon, wenn ich es trinke. Ist der beste Tee, ich glaube im Deutschen ist Beifuß. Der beste Tee, der deine Leber auf Zack bringt. Ihr habt bestimmt schon gelesen in der Bibel, dass das jüdische Volk auf ihrer Wanderung in der Wüste zu einer bitteren Quelle kam. Dann haben sie ein Holz hineingeworfen. Und dann wurde es süß. Wisst ihr, wie das Holz heißt? Moringa. Moringa. Überall, wo Juden sich auf der Welt niedergelassen haben, findest du Moringa-Bäume. Ich pflanze überall Moringa. Ich esse fast jeden Tag Moringa. Ich bin total basisch. Mit Natur. Mit guter Natur. Amen. Die meisten Menschen trinken zu wenig. Bewegen sich zu wenig. Die meisten Menschen
sind nicht vorsichtig mit ihrer Seele. Den mag ich nicht und den mag ich nicht und den mag ich nicht. Ja, Moment. Nicht was wir erleben, sondern wie wir darauf reagieren, macht uns bitter oder besser. Amen. Seid vorsichtig, dass kein Mensch heute bei der Tür hereinkommen könnte und du sagst, ah, auf den habe ich jetzt gewartet. Ja. Der fehlt mir noch. Nein, wir sollen so versöhnt leben, dass jederzeit jeder Mensch in unserem Leben erscheinen kann. Amen. Und da hat der Pastor Daniel ein wunderbares Modell. Lieben, segnen, vergeben. Amen. Ob sie es verdienen oder nicht, ist wurscht. Wir segnen sie einfach. Wir lieben sie, aber die Sünde liebe ich nicht, okay? Und wir segnen sie. Amen. Und viele Menschen, wisst ihr, ich habe euch gestern vorgelesen in Matthäus 18, wenn wir nicht vergeben, dann hat der Feind Zugang zu unserem Körper. Ich habe mich so gewundert, wie der Hiob, der so ein gerechter Mann war, solches allein musste. Und das steht aber in der Bibel. Er selber sagt, was ich befürchtete, kam auf mich. Das war die offene Tür. Amen. Wovor du Angst hast, da hast du eine offene Tür für Satan. Angst ist nicht die Sprache Gottes. Angst ist die Sprache der Hölle. Glauben ist die Sprache Gottes. Läutet das für mich? Schon, muss ich aufhören. Ich bin gleich fertig, aber jetzt möchte ich euch noch was vorlesen. Ich liebe meine chinesischen Geschwister, weil die haben so eine Tiefe in ihrem Glauben. Ich liebe den Hudson Taylor. War kein Chinese, aber der hat in China gearbeitet. Und in China kommt jeder total an seine Grenzen. Wenn er nicht zu dem Punkt kommt, wo er weiß, ich bin es nicht, ich habe es nicht, ich kann es nicht. Nur Christus in mir ist meine Hoffnung auf Herrlichkeit. Für China schafft das nicht. Hört mal, was der Hudson Taylor geschrieben hat. Wie wir als Christ Frucht bringen können. Übrigens, was ist die Frucht eines Christen? Liebe, Freude, Friede. Nein, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Welche Früchte hat ein Apfelbaum? Ein Zwetschgenbaum? Ein Kirschenbaum? Ein Christ? Wie viele hast du schon zu Jesus geführt? Das ist das Zeichen deiner Fruchtbarkeit. Jedes Mal, wenn ich jemanden zu Jesus führe, habe ich das Gefühl, ich habe mich multipliziert. Amen. Alle von uns sollten viele Menschen zu Jesus führen und dann sogar noch zu Jüngern machen. Amen. Das ist die Frucht eines Christen. Aber dazu brauchst du natürlich die Frucht des Heiligen Geistes, ja. Damit sie an dir erkennen, wer du bist. Und da möchte ich euch jetzt vorlesen, was der Hudson Taylor schreibt. Wie soll ein Christ Frucht bringen? Dadurch, dass er sich bemüht, das zu erreichen, was ihm umsonst gegeben wird. Durch Meditationen, über Wachsamkeit, über Gebet, über das, was er tun oder lassen soll, über Versuchungen und Gefahren. Nein, er muss seine Gedanken und seine Liebe voll und ganz auf Christus konzentrieren. Amen. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Sein ganzes Wesen ihm völlig übergeben und dauernd auf ihn schauen und um in seiner Gnade zu bleiben. Christen, die in diesem Zustand einmal zu fest geworden sind, sind still und ruhig wie Kinder in den Armen der Mutter. Christus mahnt sie zur rechten Zeit und am rechten Ort an ihre Aufgaben und Pflichten. Er tadelt sie wegen jeden Fehlers, er berät sie in jeder Schwierigkeit und spornt sie zu allem an, was nötig ist. In ewigen und zeitlichen Zeiten, Dingen machen sich solche Christen keine Sorgen um das Morgen, denn sie wissen, dass Christus für sie heute ebenso gut erreichbar ist wie morgen. Und dass die Zeit seiner Liebe keine Grenzen setzt. Ihre Hoffnung und ihr Vertrauen beruhen einzig darauf, was er für sie tun kann und will,
nicht darauf, was sie nach ihrer Meinung selber für ihn tun könnten und wollten. Ihr Schutz gegen jede Versuchung und Sorge ist immer neue, kindliche Übergabe ihres ganzen Seins an ihn. Das ist das ausgetauschte Leben, das bleibende, fruchtbringende Leben, das Christus ist und das jeder Gläubige besitzen sollte. Galater 2,20, da heißt es, ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Ja. Ich lebe aber nicht mehr ich, der alte Mensch, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Amen. Und da möchte ich noch etwas hinzufügen, weil wir einen Bruder aus China, wo ist er denn? Weggegangen. Okay, aber ich möchte jetzt etwas erzählen. Ich war sehr, sehr oft in Israel, auch jedes Jahr beim Laubhüttenfest, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, aber früher. Und da war eine große Gruppe von Chinesen. Und die haben gestrahlt, wie Scheinwerfer. Dann bin ich hin zu einer Frau und habe gesagt, du, könntest du mir ein bisschen Auskunft geben? Werden die Christen in China verfolgt? Sagt sie, ja, ja, sehr. Sag ich, ja, du auch? Ja, sagt sie, ich war verfolgt, ich war auch im Gefängnis, 10 Jahre. Sag ich, ja, ist da Leiden auch inbegriffen? Sagt sie, das ist an der täglichen Ordnung, an der Tagesordnung. Dann habe ich gesagt, furchtbar. Wie viele Christen sind denn da in einem Gefängnis? Sagt sie, ja, an manchen Wochenenden kommen 600-700 Leute. Sag ich, was? Sagt sie, da freuen wir uns. Wir bilden in den Gefängnissen von China die Missionare für die arabische Welt aus. Denn ich sage es euch eines, nur die Überwinder werden von Gott verwendet werden in diesen Ländern, wo es Moslems gibt. Amen. Sind wir bereit zu leiden für Jesus? Habe ich euch das erzählt von meinen Kindern, von der Schriftstelle? Sie haben ihn überwunden durch das Blut Jesu, durch ihr Zeugnis und weil sie ihr Leben nicht lieb gehabt haben bis in den Tod. Habe ich das erzählt? Habe ich meiner Familie an einem Sonntag das Wort gegeben, habe ich gesagt, Kinder, was kann denn das heißen? Und ich habe Kinder von 3 bis 24 Jahre. Sagt ein, was über 10 Jahre, glaube ich, sagt sie, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Sag ich, ja, das kann das bedeuten. Habe ich gesagt, wisst ihr Kinder, was das Schlimmste wäre, was mir je passieren könnte, wenn sie euch vor mir quälen, damit ich mich lossage von Jesus. Das wäre das Allerschlimmste. Sagen die Kinder fast in Einheit, Mama, da musst du stark bleiben. Da musst du auf Jesus schauen. Wir schauen auf Jesus. Je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Und dann kam der Knüller. Sagt ein Mädchen, aber Mama, wir werden auch nicht schwach, wenn sie dich quälen. Dann habe ich gewusst, es ist echt. Amen. Wie stehst du zu leiden? Nämlich um Christi willen, nicht um deiner Dummheit willen. Es gibt nämlich viel Leiden um unsere Dummheit willen. Aber um Christi willen, bist du bereit? Wow, das war für mich ein unwahrscheinlicher Schritt des Glaubens, als ich mein Leben bedingungslos in die Hände Gottes gegeben habe. War der erste Gedanke, wenn ich jetzt als Märtyrerin sterben muss, Herr, ich leide nicht gerne. Also, da habe ich keine Garantie, ob ich das durchstehe. Dann hat der Herr gesagt, ich habe es schon einmal für dich gemacht. Und wenn es für dich dran wäre, dann würde ich es noch einmal in dir machen. Amen. Inzwischen habe ich keine Angst mehr vor dem Sterben. Keine Angst mehr vor dem Tod. Ich weiß, Jesus in mir würde alles mit mir tragen. Amen. Aber sind wir bereit? Der Afrikaner ist extrem leidensfähig, was ich vom Europäer nicht so erkenne. Der Afrikaner ist leidensfähig. Die haben nämlich schon genug Leiden gehabt in diesen Jahrhunderten. So, ihr Lieben,
ich möchte jetzt etwas machen, aber ohne, dass ich dich jetzt unter Druck setze. Wisst ihr, 99% Jesus gehören, ist zu wenig. 90% auf jeden Fall zu wenig, 50%, da reden wir gar nicht drüber. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Aber Gott sucht 100%. Chikumi kuchikumi heißt auf Luganda 100%. Wir grüßen uns im Werk schon gegenseitig. Chikumi kuchikumi, yes Mama, chikumi kuchikumi. Das heißt, wir bekennen, wir sind hundertprozentig für Jesus. Wer von euch ist bereit, sich hundertprozentig Jesus auszuliefern? Das soll aufstehen. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Ich sag's euch, jetzt sind Dämonen abgezwitschert. Mit solchen Menschen, da spielt er nicht lange herum. Dann betet mir nach. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe zu mir. Und du hast deine Liebe für mich bewiesen, dass du deinen allerliebsten Sohn, den einzigen Sohn für uns geopfert hast. Und er bis zum Ende mit dir blieb. Und als er zur Sünde wurde, musstest du dich, Vater, abwenden, weil du Sünde nicht schätzt. Und dein Sohn hat gerufen, Herr, Vater, warum hast du mich verlassen? Aber das war der größte Wendepunkt für die Menschheit. Und Vater, ich stelle mich heute dir zur Verfügung. 100%. Koste es, was es wolle. Und ich vertraue, dass ich in einer Märtyrerstunde mit dir im Feuer tanze, wie die Jünglinge im Feuerofen. Danke, Vater, dass du mir für alles die richtige Gnade gibst und dass du mir nie mehr zumutest, als du Gnade schenkst und Gunst. Amen. Halleluja. Aber bitte habt jetzt keine Angst, okay? Denn wir sollen, wie oft sollen wir sterben? Täglich. Täglich seinen eigenen Vorstellungen gegenüber. Amen. Und wenn du übst, täglich zu sterben, und zwar dem gegenüber, was nicht vom Heiligen Geist ist, dann wirst du auch die Gnade bekommen, als Märtyrer sterben zu können. Amen. Also ich habe schon zum Herrn gesagt, ich möchte in der Löwengrube die Löwen neben mir sehen und die schnurren wie Kätzchen. Und im Feuerofen möchte ich tanzen mit dir wie die drei Jünglinge im Feuerofen. Amen. Der Herr segne euch. Ich vertraue, dass wir uns alle wiedersehen, hier oder in Afrika oder am Weg in den Himmel, in der Entrückung. Denn es kann jeden Tag sein. Amen. Öfters habe ich schon zum Herrn gesagt am Abend, heute hast du es wieder nicht geschafft. Aber ich gebe dir morgen eine neue Chance. Und am nächsten Tag hat er es wieder nicht geschafft. Dann sage ich, Herr, arbeite einmal ordentlich an der Brautkammer. Denn der Vater wird dem Herrn Jesus sagen, wenn die Brautkammer für uns schön genug ist. Ich sage, arbeite einmal ordentlich an der Brautkammer, damit du uns holen kannst. Und ich bin überzeugt, denn ich glaube, ab der vierten Kapitel Offenbarung gibt es die Gemeinde nicht mehr, dass wir von Jesus abgeholt werden, bevor der Zorn Gottes kommt. Bin ich überzeugt. Aber selbst wenn meine Überzeugung nicht stimmt, weiß ich, seine Gnade genügt. Amen. Shalom, Shalom.